Ja, hallo, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch oder wann auch immer, was für ein Tag ihr das gerade guckt. Jetzt haben wir auf jeden Fall gerade Sonntag. Unterwegs mit Sabrina. Hallo. Dem Jürgen. Hallo. Und dem Kai, meiner Wenigkeit. Und die Rennleitungen da. Genau, Polymanzai hinter uns, Richtung Winterberg, Meschede irgendwie unterwegs. Sind schon um die Möhne gefahren und nun sind wir hier. Hier. Ja, herrliches Wetter. Guck mal, eine Telefonzelle. Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel. Viel zu warm angezogen. Was haben wir heute? Irgendwie Oktober, was haben wir heute für einen? Keine Ahnung. Weiß ich auch nichts. 13. glaube ich. Ah, Alter, warum schmeißt du den Anker? Weil hier 50 ist wohl. 70 steht da am Schild, oder bin ich doof? Hier vorne stand gerade 50. Ja, da stand 50. Und mit Polizei muss ich das nicht unbedingt haben. Ja, aber 10,50 Meter, dann wird er 70, der hätte es dir schenken können. Herrartig. Ja, 13. Oktober haben wir, so. Ja, hab ich doch was. Gestern war doch die Malle-Party am 12. Genau, wir waren ja gestern auf Party. Ey, yippie-yay. Jetzt fahren wir alle stinkbesoffen Motorrad. Ich habe mich zurückgehalten. Ja, ich auch. Alles gut. Jürgen, lass mich mal vorbei, dann habe ich ja auch was für die Heckkamera. Jetzt könnte ich die, als letzter Fahrer, kann ich die hinten noch abbauen. Ja. Ich kann auch als letzter fahren. Ich habe die Heckkamera jetzt auf der anderen Seite und im anderen Rahmen und so. Mal gucken, wie Jürgen, ich überhole mal. Ah ja, fahr vorbei. Ja, du hast nicht geantwortet, also. Du hast ja nichts gesagt. Ich hab doch gesagt, lass mich mal vorbei, ich brauche was für die Heckkamera. Das ist bei mir auch so viel Wind im Helm, wie bei Sabrina. Hallo? Hallo? Er will Sprit sparen, Windschatten. Ja. Hast du Formel 1 noch geguckt? Nö. Vettel Zweiter. Okay. Hamilton Dritter. Ich fahr keinen Windschatten, aber ich habe mir jetzt mal vorgenommen, ein bisschen näher dran zu bleiben wegen dem Weitwinkel der GoPro. Kann man hier die Sticker gar nicht richtig sehen. Was kann man nicht sehen? Nix. Sexy Motorrad mit einer sexy Lady. Ja, ja. Ne. Was willst du von mir? Ja, die Rechnung kommt heute Abend. Was willst du von mir? Ja. Das volle Programm. Also so ein Haar, so ein Garten hier, so ein Hanggut möchte ich auch nicht sein. Nee. Kann man den Pool so schlecht aufbauen. Und die Tischtennisplatte. Also schnell wieder leer, das Pool. Ja, da bist du echt aufgeschmissen. Ja, und den Hang abzufangen, bräuchtest du schon richtig dicke, fette Steine gestapeln, wenn du da mal ein Stück begradigen willst. Ja. Dafür ist es zu steil gewesen. Mit der Höchstleistung für die Kameras hier im Herbst. Die ganzen vielen bunten Blätter und so hat alles. Ja. Ah, wir hätten da eine Ampel hingebaut. Echt?
Das ist die für das illegale Straßenrennen. Ey! Wolltest du ein Rennen? Jürgen, hat mich angebumst. Das glaube ich nicht. Doch, hat er. Habe ich gemerkt. Brauche eine gute Lebensversicherung. Oh, ich habe schon wieder Viecher auf meiner Scheibe. Eben erst sauber gemacht. Was mir gerade einfällt, wollte dein Sohn nicht mit, Jürgen? Ja. Hat sich nicht gemeldet. Er kennt doch das Spiel. Achso, okay. Das sind Kinder. Ja, eben. Ja, aber er hat ein kaputtes Fahrrad, deswegen dachte ich, heute kommt er. Ja. Habe ich eigentlich auch gedacht. Wie viel bleibt sich hier noch ab, Kai? Glaube ich jedenfalls. Ja. Hä? Da kann Kathi mitfahren. Ja, die brauchen nicht hinten auf den Fluss, die kann auch dazwischen. Ja. Aber wenn ich so sitze, dann habe ich das Gefühl, ich hätte vorne alles im Griff irgendwie. Also. Okay. Dann alles viel so. Ja, kannst ja auch weiter vorsitzen, ist ja kein Ding. Aber man sagt immer, wenn man sportlich erfährt, dass man auch die Sitzposition in der Kurve ändert und so weiter. Oh, also man, gehen die blöden Schranken runter oder was? Nein, da fahren wir nicht dran vorbei. Ja, also fahren okay. Fahren wir nur dran vorbei. Genau. Nicht drüber. Fahren wir mal. Hätte ja schon übelst Lust, mal so kurz vor knapp da noch. Hallo. Ja, man sagt ja, wenn man sportlich erfährt, dass man die Sitzposition in den Kurven verändert, dass man da so Knieschleifen oder sonst irgendwas, dann soll man zwischen Tank und Mächt eine faustbreite Platz haben. Ja, habe ich doch, oder nicht? Nee, nach vorne, zwischen Tank und ach so, Mumu. Ja. Das wird rausgeschnitten. Hey, mal gucken. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein, also ich kann das so, wenn ich so sitze, besser. Ja, wir haben dich voll und ganz verstanden. Außer will ich ja nicht Knie schleifen. Ja, hat schon was, ne? So einen starren Tank, oder? Ja. will man auch mal kuscheln. So ein Zweizylinder, der vibriert auch ein bisschen. Brems! Konzentrier dich auf den Verkehr hier, sonst fährst du den gleich hinten drauf. Echt? Mit deinem Lachflash. Ja, ihr seid doch schuld. Weil ihr nur so scheiße redet. Ist der Schlüpper nass? Schon wieder mal. Hey, Sonntag heute. Ja? Ja. Warum? Oh, ja. Zu spät gesehen. Ja, jetzt dein Schlüpper auch gleich nass. Nein, aber das ist sofort so, wenn man so... Ja, wir verstehen dich. Ja, jetzt fährt sie schon Schlangenlinie, gleich ist es soweit. Gleich kommt die Rennleitung. Gleich kommt der Höhepunkt. Oh, ist das warm, ey. Leck mich am Arsch. Ey. Ja? Wir sind live. Ja, und? Ich habe da jetzt nichts Schlimmes gesagt. Fäkalausdrücke. Leck mich am Popo heißt das dann. Seit wann seid ihr denn hier zum Imi geworden? Wir sind nur wohl erzogen. Ja, solange wie die Kamera läuft danach, wisst ihr gar nicht, was hier abgeht. Oh Mann, ich sehe schon wieder die ganzen Kommentare. Hey. Oh, Karabuch. Wir haben's drauf. Ist euch allen auch schon passiert. Das
Kommt, wenn man sich vom Tank so ablenken lässt. Ist dich jetzt mal auf mit dem Scheiße. View frei hier. Weil ihr mich drängelt. Na klar, wir nötigen dich richtig. Ja. Bisschen rumballern. Irgendwann geht's nur meinem Bauch. Ja, SC Project mit Verbindung mit einer BMW ist schon echt cool. Wir haben uns heute alle so dick angezogen, da sind wir sogar froh um so ein bisschen Fahrtwind hier im D. Ja. Aber lieber haben, die brauchen, oder? Ja, das stimmt. Aber klar, ne, man guckt nach draußen, ne, Sonne scheint, okay, aber es ist Oktober, also kalt und dann geht's los mit T-Shirt, Pullover, Jacke, lange Unterbuchse und dann gehst du nach draußen und denkst, oh, da habe ich wohl ein Teilchen zu viel angezogen. Obwohl, ich habe nichts unter der Leggings jetzt an. Ja, dann wissen wir das auch jetzt. Da ist die Fühlung zum Tango besser. Ich meine... Ja. Doch, der Leggings, unter der Leggings habe ich diesmal. Komm, da kommst du nicht mehr raus aus der Nummer. Doch, komm ich. Zeichenschlüpper. Ihr seid Schweine. Ach ja. Naja, wir haben Spaß. Ja. Ein bisschen Spaß muss sein. Jetzt habe ich nicht gegrüßt. Ich rüpel. Also. Ja, ehrlich, ey. Ah, jetzt bei Innerort, ne? Ja. Jupp. Die schmeißt schon wieder den Anker raus. Kommt da, glaube ich, eine Blitze gleich auf der linken Seite, aber wenn ich mich nicht in den recht erinnere hier. Da ist er. Ja, oh, steht da. Ja, bist schon vorbei, brauchst nicht mehr O machen und bremsen. Wo ist auch da? Stimmt ja mit dir nicht, du hast echt abgelenkt heute. Sabrina kriegt so langsam Spaß. Ja. Aber das ist immer so, wenn wir auf dem Weg schon wieder sind, fast nach Hause. Ja, wir sind zwar auf die Richtung Heimat, aber wir waren ja nicht nach Hause. Ich muss mich immer erst mal ein bisschen einkaufen. Ich glaube, wir fahren gleich erstmal zu Grün und gucken mal, was da los ist. Ja. Ihr macht Pause und ich fahre nach Hause und hol meine Töpfe. Ja, er grinst auch. Naja, mein Ausdruck ist halt nicht so laut, also muss ich rufen. Nur scheiße drauf, die Juste und Mädels hier. Quatsch. Ja, hörst du, guck mal, wenn ich jetzt so mache? Ja. Ist nicht so gut. Kommt nicht so rüber. Kommt nicht so rüber. Nein. Na dann. Hallo. Das ist Mobbing. Oh, ich habe Mobbing.
ne? Da habe ich keine Lust drauf, da haue ich ab. Lass dich aber nicht abhauen. Ich bin mal genau im Auge hier. Ich bin mal gespannt, wann du das erste Mal angehalten wirst wegen deiner Kennzeichenbeleuchtung. Warum? Ja, weil die da hinten strahlt und nicht aufs Kennzeichen. So ein bisschen aufs Kennzeichen, ja, aber ja. Der ein oder andere Autofahrer könnte sich vielleicht dafür geblendet fühlen. Oh, ich auch. Sag ja, sieht aus, als ob da ein Rückwärtsgang noch drin ist. Ja. Das ist von Werk so, ne? Hallo? Die ist so gekauft. Ja, ja, das haben wir, die hat Yamaha so umgebaut, weiß ich aber. Ja. Da habe ich nichts dran getan. Ja, so kannst du das auch nicht sagen. Der gelbe Wimpel ist da nicht von alleine dran gekommen, der rote. Was? Was? Das Katzenauge habt ihr doch dran gebaut. Ja, ja, das Katzenauge, aber Kennzeichenbeleuchtung war Yamaha. Und ja. Kennzeichenhalter auch und Blinker auch. Das war Bestandteil der Verhandlung, Preisverhandlung. Weil mit diesem langen Rüssel haben wir uns geweigert, überhaupt nur einen Meter zu fahren. Ja, das hätte ich. Da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen, stelle ich mich an. Jetzt. Fährt auch kaum einer mit. Wenn man nicht gerade irgendwie Fahrschule ist und keinen Wert drauf legt oder so, na gut, dann ist das ja auch wurscht. Aber ansonsten sieht das ja so tausendmal besser aus, wie hier noch so ein langer Rüssel und dann. Ne? Ja. Ich glaube, nach dieser Fahrt muss ich den Scott Oiler mal ein bisschen weniger stellen. Ich habe gerade, ja, glaube gesehen, dass es so ein bisschen sprenkelt in der Felge. Ja. Ja, dann mach das doch mal hier an der Ampel. Du hast mir jetzt letztes Mal auch die ganze Zeit dran rumgeschummelt. Ja, aber wie gesagt, ich habe es ja jetzt nicht gesehen. Außerdem habe ich es jetzt extra ein bisschen höher gestellt, weil wir ja alles auseinander hatten und so. Und dann wollte ich, dass mal einmal die Kette vernünftig geschmiert ist, jetzt wo ich sie auch gespannt habe und so. Oh. Auf die andere Seite? Gleich, ja. Ja. Jetzt oder nicht? Ja, kann schon mal rüberfahren und dann gleich noch mal eine rüber. Noch eine? Ja, diese. Es gibt nur eine gerade Ausspur gleich noch. Okay, fahren wir jetzt sicher hier. Hinten die ganz nochmal weiter links. Ja. Und mit der Enduro jetzt auf der Autobahn. Herzlichen Glückwunsch. Warum ist das hier so nass? Wo hier in die Sonne hinkommt. Oh, Schatzi, hier unten rechts kannst du auch üben fahren. Ja, ja, genau. Offroad. Ja, hier auf der. Wenn ich da oben draufstehen würde, wie das Kind gerade, würde ich mir jetzt gerade eine Buchse kacken. Das wäre ein geiles Bild dann. Wenn du eine Buchse anhättest. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, ne, wir cruisen noch ein bisschen weiter. Ich wünsche euch eine angenehme Woche, die nächste. Ja. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.